Das vietnamesische Geld ist die zweitbilligste Währung der Welt. Um zu 1 Euro wechseln zu können, benötigt man 26.000 Dong. Dennoch zählt Vietnam zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens. Wie zeigt sich das Ganze in der Praxis? Wie viel kann man in Vietnam an einem Tag mit 10 Euro erleben? Das Ganze seht ihr heute in dieser Challenge. 80 Cent. Oh mein Gott, was war das für eine wilde Fahrt. Super günstig. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu diesem neuen Video. In meinem ersten Vietnam-Video habe ich euch gefragt, ob ihr Videowünsche aus Vietnam habt. Und euch hat meine 10-Euro-Challenge aus Korea gefallen. Deswegen wünscht ihr euch jetzt in Vietnam auch eine 10-Euro-Challenge. Ich kann euch vorab schon mal verraten, wir werden eine Menge essen und eine Menge erleben. Falls euch diese Videoidee jetzt schon gefällt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Und wir gehen jetzt frühstücken. Emma im Mond, bang me obla. Come on. Okay, das ist wirklich das günstigste bang me, was ich hier finden konnte. Für 15k, also umgerechnet 60 Cent. Also ihr merkt, in Vietnam kann man mit 10 Euro auf jeden Fall viel machen. Der erste Bissen ist immer sehr trocken. Was mir an Banh Mi halt richtig gut gefällt, ist die Konsistenz. Es ist schon ein bisschen anders als reguläres Baguette. Wenn man reinschaut, sieht man, dass es einfach luftiger dort drin ist. Und ich habe gelesen, dass man dort auch Reismehl verwendet. Also kein klassisches Mehl wie in Frankreich. Okay, jetzt fängt es so richtig an zu schmecken, weil jetzt haben wir alle Sachen einmal drin. Gurke, vietnamesische Kräuter, natürlich hier Koriander, Chilisauce. Schmeckt schon sehr juicy alles und super günstig. So, ich habe mir jetzt ein Frühstücksgetränk zum Mitnehmen bestellt gehabt. 17k hat es gekostet. Könnt ihr glauben, dass Kaffee einfach mehr gekostet hat als das Brot? Wie ihr wisst, trinke ich ja eigentlich nicht so gerne Kaffee, aber Kaffee gehört zur vietnamesischen Kultur einfach dazu und das ist eine der günstigsten Varianten. Sehr süß, gleichzeitig aber auch sehr bitter. Ist schon krass, nach 2 Schlucken kickt das direkt in mein Gehirn. Ich habe schon leichte Kopfschmerzen. Hier in Vietnam benutzen wir auch übrigens Robusta-Bohnen. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker als die Bohnen, die wir in Deutschland haben, die Arabica-Bohnen. Ja, wir haben ja noch einen langen Tag vor uns, also passt das schon, dass ich mir ein bisschen Koffein gönne. Also die 17k, die wir bezahlt haben, waren noch relativ günstig. Es gibt noch günstigere Varianten, wenn wir zum Beispiel einfach Kaffee von so einem fahrenden Motorrad kaufen. Und es gibt noch teurere Varianten, wenn wir so in westliche Kaffees gehen, wie zum Beispiel Highland Kaffee, da kostet es 29k. Oder ihr geht zu Starbucks und gönnt euch für 90k. Also generell als Tipp für euch, in Vietnam ist für jedes Reisebudget etwas dabei. Aber ich glaube, wir haben alle etwas gemeinsam. Wir alle geben ungerne, unnötig mehr Geld aus. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass man bei Flügen und Hotels mit NordVPN sparen kann. Wie das Ganze funktionieren kann, verrate ich euch heute. Es gibt mehrere Gründe. Einer der Gründe ist zum Beispiel der Standort. Manchmal kommt es vor, dass ein Hotel oder eine Fluggesellschaft günstigere Preise anbietet für Menschen, die im selben Land wohnen. Das bedeutet vielleicht, wenn ihr ein Hotel in Italien buchen wollt, dass ihr euch am besten mit einem Server von NordVPN in Italien verbindet. Weiterer Grund ist die allgemeine Kaufkraft des Landes. Es kann sein, dass ein Unternehmen seine Preise an das Land des Nutzers anpasst, weil es denkt halt, dass wohlhabende Länder es sich mehr leisten können, mehr zu bezahlen. Mit meinem Link, den ich euch hier einblende und den ihr natürlich auch in der Beschreibung findet, bekommt ihr aktuell ein Spezialangebot. Bei Abschluss des 2-Jahres-Vertrages bekommt ihr dieses Mal 4 Monate. On top, es gibt natürlich auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich persönlich habe mit Reisebuchungen schon mehr gespart, als ich für das NordVPN-Abo bezahlt habe. Also ich kann es euch nur empfehlen und außerdem nutze ich ja auch parallel die anderen Vorteile von NordVPN, wie zum Beispiel schaue ich hier in Vietnam einfach ganz heimlich Disney Plus. Gibt's in Vietnam nicht, aber wenn ich mich mit dem deutschen Server verbinde, schon. So viel zum Geldsparen mit NordVPN. Machen wir weiter mit unserer Geld-Challenge in Vietnam. Ich habe Hunger. Lass uns Mittagessen. Ich habe mich jetzt in ein super günstiges Restaurant reingesetzt. Es ist hier einfach so günstig, weil nebenan eine Uni ist. Und für Studenten muss man es halt günstig verkaufen. Also wenn ihr in der Nähe einer Uni seid, dort findet ihr immer super günstiges Essen. Wenn ihr hier extra Reis bestellt, das kostet einfach nur 8 Cent. Ich habe mir übrigens hier Bún Xíu bestellt für umgerechnet 80 Cent. Und ich bin extra in ein veganes Restaurant gegangen.
um euch auch mal zu zeigen, dass es sowas hier auch gibt. Und zwar eine Menge vegane Restaurants. In Ho Chi Minh City ist alles sehr süß. Hier habe ich Tofu, Seitan, Kohlrabi und Karotten, waren wahrscheinlich die Gemüsebrühe. Kann man auf jeden Fall essen. Und das Beste in Vietnam ist wirklich vegane Wurst. Die schmeckt so krass echt. Nein, die schmeckt nicht nur echt, die schmeckt besser als die Fleischvariante. Was es in diesem Restaurant auch gibt, ist Gom Jai. Und dann kriegt ihr so Reis. Und dann gibt es ganz, ganz viele Gerichte. Von denen dürft ihr aussuchen, was dann reinkommt. Das finde ich auch immer richtig geil. Es kostet auch nur 80 Cent. Aber man wird richtig, richtig satt davon. Und kann mal alle Gerichte testen, die es gibt. Und falls ihr Bunseo noch nicht kanntet, das ist halt auch eine Nudelsuppe mit Reisnudeln, und zwar mit den dünnen Reisnudeln. Und eigentlich normalerweise sind dort so gehackte Süßwasserkrabben drin. Darauf habe ich heute mal verzichtet. Das orange Tofu hier soll wahrscheinlich diese Süßwasserkrabben ersetzen. Ziemlich nice. Eigentlich schon krass von mir, bei 34 Grad eine heiße Suppe zu essen. Aber es gehört dazu. Wenn man was Warmes isst, dann kühlt man sich ab. Sagt meine Mutter. So, ich habe jetzt aufgegessen. Mir ist leicht heiß. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt zu einem sehr bekannten Touri-Sightseeing-Spot, der kostenlos ist. Und dafür muss ich mir erstmal ein Motorradtaxi holen. Das gehört hier auch dazu, weil die öffentlichen Verkehrsmittel in Vietnam kann man vergessen. Also die in Ho Chi Minh City fast nicht existent. Es gibt ein paar Buslinien und so, aber ich traue mich da nicht immer, den Bus zu holen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen Motorradtaxi, da kann ich euch die App Grab empfehlen. Ich buche mir auch direkt eins und ich kann euch schon mal sagen, Grab zu fahren, also Motorrad-Grab, ist sehr intim, weil man sitzt sehr nah dran. Und ursprünglich hieß Motorrad-Taxi auf Vietnamesisch Se Om, das heißt übersetzt wirklich umarmen. Ein Auto zum Umarmen. Und man muss wirklich den Motorradfahrer umschließen, damit man fest sitzt. Ich mache das nicht. Ich halte mich irgendwie mit meinen Beinen fest. Und ich habe meinen eigenen Helm mit, weil sonst trage ich den Helm von anderen Leuten. Das ist auch nicht so cool. 34K kostet das. Teurer als Essen. Und jetzt warte ich auf meinen Se-Om, den ich nicht umarmen werde. Ich zum Beispiel halte mich immer an diesen Griffen vom Motorrad fest. Ungefähr so hier. Oh Mann, ey, der steckt gerade im Stau. Ich kann euch aber ein Fun Fact erzählen, der eigentlich gar nicht so lustig ist. Ich habe noch nie eine weibliche Motorrad-Taxifahrerin gesehen. Es gibt halt eben die Möglichkeit, dass man vielleicht sexuell belästigt wird. Deswegen kann ich es verstehen. Ich habe aber mal eine Grab-Fahrerin gesehen, die mir Essen geliefert hat. Und dann habe ich sie gefragt, oh krass, ich habe noch nie eine weibliche Grab-Fahrerin gesehen. Und sie meinte so, ja, ich liefere Essen, aber ich würde niemals Menschen transportieren. Was ich verstehen kann. Oh mein Gott, was war das für eine wilde Fahrt. Ich kann euch Grab zwar empfehlen, ich hatte immer positive Erfahrungen, aber ich kann euch jetzt sagen, dass mein Popo weh tut und es nur für kurze Strecken gut ist. Wir sind jetzt am Durban Tan. Das Wahrzeichen der Stadt, wirklich auf jeder zweiten Postkarte, ist Durban Tan drauf und es hat auch eine lange Historie. Der Durban Tan Markt existiert seit dem 17. Jahrhundert wegen der französischen Invasion und wurde ursprünglich genutzt als Anlegestelle für Passagiere und Soldaten. Deswegen heißt es auch Binh Thanh, weil Binh heißt Anlegestelle und Tan heißt Stadtmauer. Und es ist wirklich, wirklich immer gut besucht. Nicht nur ausländische Touristen gehen hier hin, auch inländische vietnamesische Touristen. Und auch die Locals shoppen hier ein, denn sie kennen die Preise. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch sehr regelmäßig hier. Viel zu oft für meinen Geschmack. Und mein Ziel ist es heute da drin, ein Souvenir zu verhandeln. Weil wir müssen ja heute auf den Preis achten. Ich möchte aber trotzdem gern ein Souvenir mit nach Deutschland nehmen und ich möchte euch auch allgemein zeigen, was es dort alles so drin gibt. Im Durban Tan gibt es Kleidung, Stoffe, Schuhe, Kunsthandwerk, frische Lebensmittel, Obst, Blumen und auch frisch gekochte Sachen und mittlerweile auch super viele Fakes.
Die Auswahl ist auf jeden Fall groß. Ich möchte unbedingt einen Magneten für meinen Kühlschrank haben. Ich sehe aber schon, dass sie ein bisschen zu teuer sind. Ein bisschen verhandeln muss ich wohl. Das wird unangenehm. Also ich suche eigentlich so einen Föhrmagnet. Hier steht 80k, mein Budget ist eigentlich nicht 80k. Am Morgen mot gai à. Em lấy mấy cái? Hai. Hai cái lấy em 150. Cái này là vẽ tay đấy. Thế nên làm sao vẽ tay được? Thôi lấy 140 đi. Dạ không. Mua được bao nhiêu? 80. 80 cũng được. Thôi lấy 100 ngàn đi. 100 ngàn hai cái ok. 90. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch kein guter Deal war. Es ging zu schnell. Ey, aber es ist schon ein bisschen über die Hälfte. Meine Mutter sagt, das ist ein guter Preis. Meine Mutter nicht. Ey, aber das mit dem handgezeichnet war doch voll die Lüge, oder? Als ob das handgezeichnet ist in Massenproduktion. Den ganzen Tag zeichne ich genau das Gleiche. Aber ich habe jetzt kein Föhr gefunden, aber dafür unser Frühstück von heute Morgen. Es bleibt eine schöne Erinnerung. Das hier ist übrigens nicht für mich, sondern für meine Kamerafrau. 45k weg. Das sind fast 2 Euro. Richtig krass. Das teuerste am ganzen Tag. So, ich hatte mir jetzt überlegt, was darf in meinem Video nicht fehlen. Und das ist natürlich Bubble Tea. Hier drin kostet Bubble Tea einfach 30k, Leute. Das ist viel zu teuer. Ich habe denen gesagt, oh mein Gott, warum so teuer? Und er hat gesagt, ja, Mann, draußen ist billiger. Geh lieber zu den Ständen draußen. Was mache ich jetzt? So wie es immer läuft, wenn man etwas sucht, findet man es nicht. Aber ich muss euch sagen, normalerweise kostet günstiger Bubble Tea nur so 15.000, also umgerechnet 60 Cent. Ich finde hier aber keinen. Hab aber trotzdem einen gefunden, der günstiger ist als im Durban Tun. 25k, genau 1 Euro. Es ist jetzt ein bisschen teurer als geplant, aber wir haben ja noch so viel Budget. Wir sind, glaube ich, gerade mal bei 6 Euro. Voll krass. So, ich bin super, super gespannt, weil ich bin ganz ehrlich, so günstigen Bubble Tea trinke ich normalerweise nicht. Ist übertrieben süß. Die Tapioca sind etwas zu lang gekocht. Normalerweise gehe ich immer zu voll den Bubble Tea Stores, wo auch alle Touristen hingehen. Koi Tee, Gongcha, Toko Toko. Und dort kosten Bubble Teas immer 50 bis 75 K, also 2 bis 3 Euro. Das wäre in dieser Challenge heute vielleicht sogar drin gewesen, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen. Wir müssen ja noch Abendessen. Also desto länger ich es trinke, desto mehr schmeckt es mir tatsächlich. Also die Brown Sugar Tapioca sind ein bisschen too much, aber das Getränk an sich schmeckt wirklich gut. Okay, und nach diesem Zuckerschock brauche ich jetzt erstmal was Deftiges zu essen. Suchen wir uns unser Abendessen. Ich wurde gerade von meiner Familie abgeholt. Wir essen alle zusammen Abendessen in einem der besten Bang Xiao-Läden in Ceylon. Ich erkläre euch gleich, was Bang Xiao ist. Hi, Ban Xiao Jai. Mot Visa Jaksa, toi. Mot Bang Xiao Dong, Mot Bang Xiao Topkam. Eigentlich habe ich auch noch Geld zum Trinken. Eigentlich habe ich noch so richtig viel. Ich muss so alles verballern. Ich glaube, ich bestelle mir eines der gehyptesten Getränke aktuell in Vietnam. Jadak. Ban Xiao sind die vietnamesischen Pancakes, aber sie sind deftig und knusprig frittiert. Ich zeige euch mal, wie man Ban Xiao isst. Ich habe es nämlich einfach immer falsch gemacht. Ich habe es einfach gegessen. Aber da ist auch eine kleine Technik dahinter. Also ich habe hier noch Reispapier dazu bekommen. Mache ich schön nass. Und dann kommt mein Ban Xiao hier rauf. Sind hier übrigens immer gefüllt mit Gemüse, vor allem Sojasprossen und Lauchzwiebeln. Dann gibt es noch hier einen Teller Salat. Das Ganze rolle ich dann zusammen. Und dippe es dann in Soße. Wir haben hier Fischsoße und ist das Erdnusssoße? Ich benutze mal die Erdnusssoße. Unglaublich knusprig. Ich habe noch nie so knuspriges Ban Xiao gegessen. Auch das Reispapier ist richtig knusprig. Also manchmal habe ich so schlechte Ban Xiaos, weil die halt nicht knusprig sind, sondern so eingefallen oder wässrig. Und hier ist es wirklich, wirklich gut.
Aber so krass, wie sie da draußen frittieren, ist es auch klar. Fragen wir mal die Frau, die regelmäßig Banks Hair selber macht, ob es wirklich so gut ist. Marta Igorgorno? Das ist ein Statement, glaubt mir. Okay, dann haben wir hier noch ein gehyptes Getränk. Das ist Jadak und ist quasi Kumquatsaft oder Kumquatlimonade. Kumquat wurde immer benutzt, um so Limonade zu toppen. Auf Zuckerrohrsaft, auf anderen Säften kam immer ein bisschen Kumquat. Und dann kamen die Vietnamesen in den letzten Jahren auf die Idee, einfach eine eigene Limonade aus Kumquat zu machen. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Leider sehr viel Suchtpotenzial. Es ist so voll schwer zu definieren. Man weiß, es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Zitrus, aber auch irgendwie besser als Orange und besser als Limette. So ist es. Müsst ihr unbedingt probieren. Und ich glaube, wir haben trotz alledem immer noch ein bisschen Budget, deswegen müssen wir noch Dessert essen gehen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gelernt, wie man Banks Hair richtig isst und blamiert euch nicht so wie ich. So, ich habe mich jetzt an einen super belebten Ort in Saigon gemacht. Es ist Pho Di Bo. Ich dachte immer so, das ist voll der Touri-Hotspot. Aber mittlerweile finde ich, dass sogar die richtigen Einwohner der Stadt hier jeden Abend verbringen. Hier gibt es wirklich viel Streetfood. Und ihr wisst, ich habe noch einiges an Budget da. Deswegen lasst uns ein paar Snacks essen. Leute, Pho Di Bo heißt übersetzt wirklich Straße, um zu Fuß zu laufen. Hier gibt es nämlich keine Mopeds und keine Autos zu einer bestimmten Uhrzeit. Hier gibt es auf jeden Fall viel zu sehen. Und ich war hier mal auf einem kostenlosen Konzert von MTP Tung. Okay, Leute, das ist die TikTok Streetfood Pizza aus Vietnam. Es gibt so viele TikTok-Rezepte dazu und in meinem ersten Reispapier-Video habe ich dieses Rezept auch gemacht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall genug Sitzplätze. Quasi der ganze Park ist nur Sitzplatz. Finde ich ganz nice. Und ich esse hier Banjang Nuong. Ich liebe dieses Streetfood richtig, richtig doll. Und man kann es auch richtig einfach nachmachen. Aber beim Streetfood habt ihr ja gesehen, da ist dann keine Pfanne, sondern es ist ein richtiger Grill. Deswegen schmeckt es nochmal ein bisschen intensiver, ein bisschen knuspriger. Das Ganze hat mich 30K gekostet. Und das hier hat mich auch 30K gekostet, womit wir unser Budget jetzt langsam erreicht haben. Das hier ist Mangos mit Chili, Vietnamese-Style. Ihr müsst euch vorstellen, das sind saure, unreife, knackige Mangos mit Chilisalz, aber auch Fischsoße. Und dann wird es so gut geschüttelt. Deswegen heißt es auch übersetzt Xoài Lạc, also geschüttelte Mango. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist wirklich eines der ersten Sachen, die ich mir hole, sobald ich in Vietnam lande. Ich glaube, ihr werdet nicht daran vorbeikommen, mal an dieser Straße vorbeizukommen, wenn ihr in Saigon seid. Hier sind nämlich auch ganz viele Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, das da ist ein Regierungsgebäude, kann aber auch was anderes sein. Und dann sind hier auch super viele Luxusläden, Chanel und Co. Ganz, ganz viele Cafés und Bars. Ist quasi unser Kurfürstendamm. 2000 Dong sind uns noch übrig geblieben von unserer 10-Euro-Challenge. Ihr wisst, ich kann mir davon eigentlich nichts mehr kaufen, außer vielleicht Reis extra. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal in Vietnam wart und wie ihr das Ganze dort so preislich empfunden habt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt wieder ein paar Einblicke aus Vietnam bekommen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und wie gesagt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe auch noch Instagram, TikTok und Co. Folgt mir dort gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.